Teruya Shalev, eine israelische Autorin mit einem Buch mit dem schlichten Titel Liebesleben. Ja, für die Heldin dieses Buchs könnte alles so einfach sein. Sie steht vor einer wissenschaftlichen Karriere, sie hat ein gutes Thema für eine Dissertation, sie hat einen netten jungen Mann, mit dem sie sich verträgt, sie hat nette Eltern, die wollen ihr auch noch eine Hochzeitsreise schenken, und auf einmal trifft sie einen Freund, den Jugendfreund ihres Vaters und wahrscheinlich den Geliebten ihrer Mutter, trifft sie und sie verfällt ihm, aber sie verfällt ihm nicht so einfach, wie man Leuten verfällt, sondern so kompliziert, wie das im Leben zugeht. Sie verfällt ihn in einer Mischung aus Ekel, Liebe, Hass, Leidenschaft, angewidert sein, alles das ist es. Und die Erzählerin erzählt eigentlich, was für ein zerstörerisches Unglück eine Leidenschaft ist. Das gipfelt darin, dass dem Mann, der ist noch verheiratet, der hat eine todkranke Frau, die stirbt ihm, und in die Leichenfeiern wird sie sozusagen einbezogen und in eine Art Beugehaft genommen. Sie wird in ein Gefängnis gesperrt, wo er ab und zu Nahrung reinschiebt und sie ab und zu auch mit seiner Liebe beglückt. Und sie merkt, dass sie diese Art von Liebe, die sie durchschaut und analysieren kann, doch dem Leben vorzieht, das sie an der Seite dieses netten Mannes hat oder ihrer wissenschaftlichen Karriere. Am Schluss springt sie in einem Sprung raus aus dieser Geschichte, lässt sich in der Bibliothek einschließen und man hofft mit ihr, dass das normale Leben wieder weitergehen wird. Man fürchtet es auch für sie, denn diese Geschichte, die sie erlebt, ist schrecklich und wunderbar zugleich. Ja, also ich finde das ein ganz großartiges Buch. Ein Buch, das ist hinreißend auf mehreren Ebenen, vor allen Dingen aber wegen dieser unglaublichen Sprache. Ist eigentlich ein Buch, was einen solchen Sog entwickelt, dass ich zumindest Mühe hatte, es aufzuhören zu lesen, weil es einen so mit reinzieht in diese Welt. Es ist, man kann da schon auch ein bisschen den Vergleich zu Widmer machen, der immer die Geschichte also außen hält. Ja? Er hält Distanz zu seiner Geschichte. Hier hat man eine Ich-Erzählerin, die einen reinzieht, unmittelbar in diesen Prozess des letztlich auch wahnsinnig Werdens an der Liebe. Auch da gibt es wieder eine gewisse Parallele. Aber man erlebt das richtig mit. Obwohl man zunächst gar nicht weiß, was diese Frau eigentlich hat an dem Mann. Es ist ja so eine Art Liebe wider Willen. Ja. Sie sagten es ja auch, eigentlich ekelt sie sich ja vor dem Alten. Beschreibt Details, die eklig. Ja, das ist aber das, was uns auch die Lektüre am Anfang schwierig macht. Also ich war nicht sofort drin in dem Buch. Denn wir verstehen auch nicht, was sie an diesem alten Lüstling nun eigentlich findet, der schon so übersatt ist mit allen sexuellen Erfahrungen, die er hatte. Ruine, dieser Kerl. Eine Ruine. Ja. Er ist zu satt und sie ist zu hungrig. Das ist eine ungute Mischung. Aber so sind halt sexuelle Obsessionen. So läuft wohl sowas. Und wir haben auch Mühe damit. Aber sie erzählt das wirklich so faszinierend, dass uns irgendwann egal ist, was sie mit dem Kerl treibt und was das für ein Kerl ist. Wir wollen wissen, wie kommt sie aus dieser Nummer wieder raus. Und das Tolle ist, der Konflikt, den die Hauptfigur, die Protagonistin hat, wie spricht man diesen Namen aus? Jaara? Jaara. Also Jaara, sie heißt Jaara. Der Konflikt, den die hat, den haben wir beim Lesen auch. Was wollen wir eigentlich? Wollen Sie, dass sie bei diesem Kerl bleibt? Oder wollen wir, dass sie zurückgeht zu ihrem schafsdämlichen, braven Ehemann? Oder wollen wir, dass sie beide hinschmeißt und ganz was Neues anfängt? Und wir sind bis zum Schluss in dieser Spannung, was wird sie machen? Wir wollen es wirklich wissen. Und am Schluss ist man ganz erlöst und befreit. Sie hat sich von beiden gelöst. Ich möchte eigentlich was ganz anderes wissen von dem Buch. Vielleicht, ich möchte eigentlich nur wissen, was treibt sie zu dem Kerl hin? Ich will gar nicht, dass sie da wieder... Aber was sind Obsessionen? Gleich erklären. Ich glaube, dass sie... Zunächst einmal, hier wurde die Sprache dieses Buchs gelobt. Die Bücher, die aus dem Ausland ausländische Bücher ins Deutsche übersetzt werden, sind in sehr, sehr vielen Fällen schändlich, miserabel und skandalös übersetzt. Und die Verleger, die das verantworten sollen, alle in der Hölle braten. Es ist ein Skandal, wie die Bücher
hervorragender Autor ins Deutsche übersetzt werden. Das ist fabelhaft übersetzt und ich frage mich, Miriam Pressler heißt die Übersetzerin, sei lobend und rühmend hier erwähnt und ich frage mich im Stillen, ist das möglich, dass das im hebräischen Original so gut ist wie in der deutschen Übersetzung? Denn die ist wirklich ganz grandios. Miriam Pressler ist selbst Autorin. Jetzt noch etwas. Warum kann sie das? Das, was dargestellt wird, ist diese Dreiergeschichte, die klassische Dreiergeschichte der Weltliteratur. Das heißt, eine Frau verheiratet mit einem langweiligen, braven, anständigen Mann, so brav und so anständig wie Charles Bovary oder Karenin und lernt einen jungen, fabelhaften Mann kennen, der sie hinreißend wie Wronski bei der Anna Karenina und die vielen Liebhaber der Madame Bovary. Nur jetzt ist umgekehrt. Der Mann ist so alt wie sie, wie die Ich-Erzählerin. Und der, in den sie sich verliebt, der ist beinahe 30 Jahre älter. Sie verliebt sich in einen viel älteren Mann. Sie verliebt sich nicht. Einspruch. Augenblick mal. Die Frage, ob sie sich verliebt oder ob sie sich einredet, in ihn sie verliebt verfällt zu sein. Ihn. Sie verfällt ihn. Oh, sie verfällt ihm. Also bitte, das ist ein anderes Verbum. Ich nenne sowas Liebe. Nein, das ist was anderes. Eine Frau einem Mann verfällt. Nur, dieser Mann ist als eine sehr interessante Figur im Buch gezeichnet. So unglaubhaft, so irre ist das von dieser Frau nicht, dass sie ihm verfällt. Nur, es ist ein Leben lang, ist sie in ihn mehr oder weniger, ist sie ihm verfallen oder ist sie in ihn verliebt. Das ist das Merkwürdige. Und hier ist die Parallele zu dem Buch von Widmer. Zwei völlig verschiedene Autoren, zwei verschiedene Welten. Alles ist unterschiedlich. Aber hier wie da wird von der Sehnsucht nach der großen Liebe erzählt. Und ich bin tief überzeugt, dass dies das Thema der Weltliteratur heute ist. Nicht die Liebe schlechthin, sondern die Sehnsucht nach Liebe. Die Bücher, wir haben einige in den letzten Monaten besprochen, für die das auch gilt. Nur, dass man den Widmer und die Schalew nicht zugleich bügelt, möchte ich auf einen wichtigen Unterschied hinweisen. Das ist der entscheidende Unterschied. Die Schalew ist auf sinnliche Details aus bis zum dem Maße, sehr wo man es kaum erträgt. Das geht mit der ersten Szene im Herrenausstattungsgeschäft los, wo sie in die Ankleidekabine kommt, an ihm runterrutscht. Es geht damit weiter, dass der Mann sie auch mit seinem Freund verkuppelt, dass er sie in der Tür nimmt. Es gibt Details, wie sie ihn beobachtet, wie er uriniert. Ich will nur was sagen. Das alles gibt es bei Widmer nicht. Ich habe vorgesagt, bei Widmer gibt es Widmers Buch ist in absoluter Keuschheit geschrieben. Dieses Buch ist ein hocherotisches Buch. Deshalb habe ich mich gegen das Wort Verliebtheit vorhin gewehrt. Es ist das Buch einer körperlichen Verfallenheit, die sich wirklich auch klar macht, was ist das? Sie beschreibt die wunderschönen Hände dieses Mannes. Sie beschreibt sein... Nee. Sie beschreibt mehr oder weniger, wie ekelhaft sie ist. Ja. Und auch all diese berühmten Szenen. Die letzte Szene ist ja die, wie sie sich dann nochmal auf dem Klo im Krankenhaus, wo sie gleichzeitig die sterbende Ehefrau besuchen, auf dem Klo da irgendwie sich treffen und dann irgendwie nach vollzogenem Akt setzt sie ihn da auf den Rollstuhl und dann pennt er ein und sie zieht dann noch ein bisschen, ich will damit sagen, es wird mit großer Abscheu erzählt, diese ganze Liebe. Mit fasziniertem Abscheu. Einverstanden. Abscheu ist das Wort, das hier gefallen ist. Ob man die Abscheu faszinierend oder abstoßend genannt wird, ist jedem Leser überlassen. Das lassen wir mal so. Was mich aber außerordentlich an der Sache interessiert, ist, wie hier richtig gesagt wurde, die ungeheure Empfänglichkeit der Ich-Erzählerin und somit auch der Autorin für sinnliche Eindrücke der unterschiedlichsten Art. Und gleichzeitig ist etwas, wofür ich ihr auf den Knien danken würde. Im Mittelpunkt steht diese Ich-Erzählerin, ist eine hochintelligente und gebildete Frau. Ich habe es satt, die Bücher über Idioten zu lesen. Wir werden nachher von einem Buch sprechen, wo ein bisschen blöde der Held ist und man muss 500 Seiten über ihn lesen. Zurück zur Sache. Nein, Entschuldigung, ja, zur Idiotin. Eine Bemerkung. Was heißt Idiotin? Wer hat Idiotin Nein, gedacht? Sie haben gesagt, sie ist keine Idiotin. So, jetzt möchte ich sagen, das Buch schildert aber,
wie eine Leidenschaft eine hochintelligente Frau fast zur Idiotin macht. Die versäumt die Sprechstunde bei ihrem Prof, die kümmert sich nicht mehr um ihre Arbeit. Das soll man auch nicht vergessen. Anfälle sind nicht Zeichen von Idiotie. Überhaupt nicht. Sie wird immer klüger. Ganz im Gegenteil. Ja. Und am Ende findet sie ja sogar das Thema für ihre große Arbeit, weil sie ist ja Bibelforscherin. Sie arbeitet über ein Thema, die Zerstörung des Tempels, Liebesgeschichten, die also vor der Zerstörung des Tempels in Jerusalem. Am Ende hat sie eine Erleuchtung und lässt sich in der Bibliothek. Also sie wird immer klüger. Und sie wird auch deswegen immer klüger, weil ihr Kleines doch sehr deplorables und ein bisschen in den engen Grenzen so festgefahrenes Leben ja von ihr abfällt. Sie häutet sich ja. Sie wird ja immer mehr eigentlich auf das Wesentliche ihrer Existenz zurückgeworfen durch diese zunächst mal ganz unverständliche Geschichte. Aber ich will nur sagen, ich möchte noch zu Wort kommen. Ich habe nämlich eine Erklärung, warum sie diesen Mann verfällt. Ich gebe erst mal gerne ab, aber ich möchte die noch loswerden. Ich glaube nämlich, ich weiß, was mit der Frau los ist. Ja? Aber, na, was ja? Ja, darf ich sagen? Ja? Ja, hallo. Was ist mit dir los? Ja. Das hat mit den Eltern und mit der Kindheit zu tun. Ja, die ist wirklich auf der Suche nach ihrer eigenen Geschichte. Das haben Sie ja, Herr Karasek, Sie sagten ja, das ist ja in Wahrheit, ist dieser alte Mann ja die große Liebe ihrer Mutter. Der Mutter spielt eine wahnsinnige Rolle. Die Mutter hat diese Liebe nicht gelebt. Sie hat sie sich verboten, weil, das haben wir auch noch nicht erzählt, er durch eine Kriegsverletzung keine Kinder zeugen kann. Und die Mutter wollte unbedingt Kinder haben. Das heißt, sie wollte diese Tochter haben. Um diese Tochter zu haben, hat sie ihre große Liebe nicht gehabt. Und im Grunde lebt die Tochter jetzt diese Liebe anstelle der Mutter nach. Aber eine Liebe, die im Prinzip, und das ist der Wahnsinn, eigentlich ihre Auslöschung bedeutet hätte, wenn sie damals stattgefunden hätte. Also insofern ist das eigentlich auch ein, sie bringt sich im Grunde indirekt an den Rand ihres eigenen Todes. Aber wir werden das, Augenblick mal. Wir würden das Buch verkennen und einen falschen Eindruck erwecken, wenn wir nicht darauf hinweisen, dass in dieser ganzen Ich-Erzählung sind ja beinahe 400 Seiten, 370 mehr oder so. Sehr lange Ich-Erzählung. Sehr unterschiedliche Fragen, Probleme behandelt werden. Und zu allen den Fragen, die hier behandelt werden, hat die Ich-Erzählerin hochintelligente Sachen zu sagen. Es ist ein Buch von erstaunlicher Intensität und Intelligenz. Beides gleichzeitig. Und ich will nur auf ein Motiv nur hinweisen, um zu zeigen, wie das fabelhaft gearbeitet ist. Da ist einmal von einer gemeinsamen Rede, die Ich-Erzählerin da unternehmen soll, von gemeinsamen Reise, die Rede nach Istanbul. Und Istanbul kommt immer wieder vor, wird immer wieder in dem Buch erwähnt. Das ist die große Chiffre der fremden Welt, die sie, die Ich-Erzählerin, lockt, wo sie eigentlich hin will und wo einmal gesagt wird, warum muss es Istanbul sein? Vielleicht Prag als die andere Möglichkeit. Wie hier mit diesem Motiv gearbeitet wird, beweist, dass diese Frau, diese Chalef, nicht nur eine unerhört suggestive Erzählerin ist, von einer außerordentlichen Suggestivität, das Buch ist wahrlich auf, ich wollte schon sagen, europäischem Niveau, aber sie kommt ja aus einem nicht-europäischen Land. Es ist nicht nur diese Suggestivität, die außerordentliche Intelligenz und eine Beherrschung des Handwerks. Wie Sie mit dem Istanbul-Motiv. Sie haben mich heute neben Frau Heidenreich gesetzt und deshalb möchte ich ihr jetzt das Wort verschaffen. Nein, ich wollte zu dem, was Iris vorhin danke. Danke. Ja, bitte. Aber ich kriege das schon hin. Ich hatte ihn ja es tut mir leid, dass das so gönnerhaft ist. Ich weiß, wie man das machen muss. Nein, sehr nett. Ein Gedanke, dass sie, sie weiß die ganze Zeit, sie macht einen Fehler und sie macht diesen Fehler ganz bewusst. Einen Fehler, der ihr ganzes Leben zerstört. Aber genau dieser Fehler ist auch wichtig, dass sie ihr eigenes Leben endlich findet. Natürlich. Dass sie ihre eigene Geschichte entdeckt. Und am Ende ist sie nicht darüber erstaunt, dass sie einen Fehler gemacht hat, sondern über die Größe des Fehlers. Ja. Über die Wucht, die dieser Fehler hat, über die Veränderung. Und das ist ein Wort gefällt mir. Wucht. Das ist in dem Buch. Ich freue mich, wenn Ihnen gefällt. Ja, das gefällt mir außerordentlich. Wucht, das ist mit einer ungeheuren Wucht geschrieben. Man ist auch erschöpft nach dem Lesen. Ja, ich war angestrengt. Noch etwas. Es wird mir immer verübelt, man kann ja sowas nicht sagen. Jeder Satz, in dem das Wort Frau vorkommt und schon gibt es Missverständnis und man sitzt auf der Anklagebank. Das ist so mit dem Wort Frau. Kommt drauf an, wie. Ja, also hören Sie zu, wie es jetzt kommt. Ich bin nicht sonderlich interessiert an Büchern, die von Frauen geschrieben werden, aber aus männlicher Perspektive letztlich. Dasselbe, was die Männer erzählen, erzählen auch die Frauen.
das, was diese Schalef erzählt, konnte sein. Nur eine Frau schreiben. Ja, das ist wirklich aus weiblicher Perspektive, von der ersten bis zur letzten Zeile. Und noch etwas. Sexualität. Wir werden nachher von einem Buch sprechen, wo auch sehr viele Sexualszenen vorkommen. Hier erzählt sie uns keine körperlichen Details, die immer dieselben und langweilig sind. Sie erzählt, was sich in den Köpfen der beiden Menschen abspielt. Was für Gedanken entstehen, was für Gefühle, Empfindungen. Und das ist überraschend. Ich glaube, es gehört dieses Buch zu den besten, die ich in diesen Jahren, überhaupt zum Besten, was ich in diesen Jahren gelesen habe. Ich habe mir das gar nicht so vorgestellt, denn wir haben hier auch schon über israelische Bücher gesprochen, von David Grossmann hat mir gar nicht gefallen, das Buch von Grossmann, schon lange her, dass wir es im Quartett besprachen. Es sind viele Bücher bekannter israelischer Autoren, die ich mit einer gewissen Distanz gesehen habe. Naja, ganz schön, gut, aber nicht sehr aufregend. Das ist ein aufregendes und, soweit ich es übersehen kann, ich weiß es von anderen, ich habe mich selber nicht überzeugt, sie ist nicht die einzige. Es gibt dann noch einige Frauen in Israel, ungefähr in diesem Alter, die fabelhaft schreiben und deren Bücher jetzt in Deutschland erscheinen werden. Da scheint eine neue Generation in der Literatur zu entstehen, sonderbarerweise lauter Frauen. Hocherfreulich. Und gehen wir zum nächsten Buch über, oder hat jemand noch was ganz Tolles zu sagen?